Okay, sieht gut aus. Idee. Ja. Mal sehen. Geht tief runter. Schlimm mit der Höhenangst? Besonders, wenn ich runtersehe. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Ja, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Geht so auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Alice, braves Mädchen. Wurde auch Zeit, dass ihr das hinkriegt. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Mann. Wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre. Und auf der Flucht. Leute, hier runter. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Gehen wir über die Mauer? Ich wüsste nicht, wo. Ruhe. Da sind mehr von denen. Jeder tote Wolf ist ein Schritt zu einer besseren Welt. Also, Augen auf.
da irgendwas? Ich sehe nichts. Durch. Thank you.
wohl überleben. Hey, zeig mal die Hand. Alle da! Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Gar nicht schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich trau ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, warte mal. Du hast doch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Bis dann, Abby. Bis dann. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Eisalt. Ihr beide? Ja. So voll war's hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Eisalt. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Abby, komm mal kurz. Abby, ganz kurz. Hey, Mann. Abby, jetzt musst du wohl mal deinen Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Hey, Abby. Das ist wirklich gute Arbeit. Danke. Hast du Isaac gesehen? Nein. Bei dem ganzen Rummel würde ich mich auch verstecken. Abby, komm mal kurz. Scheiße.
Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht ist... Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Ja. Hey, Mann. Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Halt durch. Was macht die Hand? Wird wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur drei. Oder nicht? Hey. Alter. Alles wird gut. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Melone? Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Oh mein Gott! Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist in dem Leichensack? Oh, Scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Scars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geht rein. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin.
Ist klar. Man sieht sich. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Der Gestank ist furchtbar. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Manny sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und
und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht! Ich bin morgen früh zurück. So lange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand. Oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Arschloch. Du bist gesprungen und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Wir müssen zurück. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Vielleicht. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an.